Heute erzählen wir von einem schrecklichen Angriff, der in einem Geschäft stattfand. Wir werden darüber sprechen, was das Opfer durchmachen musste und wie Jahre später ein Geständnis abgelegt wurde. Außerdem erzählen wir die Geschichte eines anderen Mädchens, das auf mysteriöse Weise verschwand, nachdem sie ihr Zuhause für den Kirchgang verlassen hatte. Wenn Sie bereit sind, fangen wir an. Ein YouTube-Klassiker. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und zu abonnieren. Wir gehen nach Laurel im US-Bundesstaat Montana mit 7000 Einwohnern. Miranda Colleen Fenner wurde am 26. Dezember 1979 in Sacramento geboren. Miranda ist das älteste Kind von Mike und Sherry Fenner. Sie hatte einen jüngeren Bruder namens Tim. Als sie 11 Jahre alt war, musste Miranda ihre Kindheitsfreunde und die Stadt, in der sie aufgewachsen war, verlassen. Sie und ihre Familie zogen nach Laurel, Montana. Miranda gewöhnte sich schnell an ihre neue Umgebung. Sie besuchte die Laurel Gymnasium und lernte dort einige wundervolle neue Freunde kennen. Sie machte im Jahr 1998 ihren Abschluss an der Laurel Gymnasium. Sie fand einen Job bei einem Videoverleih namens Charming. Dieser Arbeitsplatz lag nur wenige Gehminuten von seinem Zuhause entfernt. Es gab eine Miranda, die die Kunden enthusiastisch begrüßte und immer hilfsbereit war. Sie machte ihren Job mit großer Freude. Aber natürlich hatte das Leben seine eigenen Pläne. Am Sonntagabend, den 15. November 1998, erhielt die Polizeiabteilung von Laurel einen Anruf. Die Person am Telefon war eine Frau. Die Frau ging an der Videothek vorbei, in der Miranda arbeitete. In diesem Moment sah sie jemanden aus der Tür kommen und um Hilfe bitten, fand die Situation verdächtig und meldete sie der Polizei. Polizisten begaben sich sofort zum Tatort. Vor der Videothek trafen sie auf eine blutüberströmte Frau, um die sich drei Menschen versammelten. Ihr Körper war voller Blut und sie war bewusstlos. Ihr schwacher Puls war das einzige Zeichen dafür, dass sie lebte. Sie riefen sofort medizinische Teams zum Unfallort. Die Polizisten stellten Chaos im Laden fest. Es gab Blutspuren, die zeigten, dass Miranda unter Schmerzen zur Haustür gegangen war. Es war 10 Uhr und leider kamen schlechte Nachrichten aus dem Krankenhaus. Es wurde bekannt gegeben, dass Miranda ihren Verletzungen erlag und trotz aller Bemühungen starb. Nach diesem tragischen Tod leiteten die Ermittler eine intensive Untersuchung ein, um den Mörder zu finden. Hunderte von Menschen wurden befragt und jeder Hinweis wurde akribisch verfolgt. Trotz aller Hinweise konnten der oder die Tatverdächtigen nicht identifiziert werden. Es konnte niemand gefunden werden, der ihr etwas antun wollte. Es wurde festgestellt, dass am Tag des Vorfalls etwas Geld aus der Kasse des Ladens gestohlen wurde. Dies brachte auf die Tagesordnung, dass der Grund für den Mord möglicherweise ein Raubüberfall war. Die Tage vergingen voller Enttäuschung und Verzweiflung. Die Ermittlungen sind in eine Sackgasse geraten. Ihre Familie verlor nicht die Hoffnung und nahm die Sache selbst in die Hand. Sie druckten Flyer mit Mirandas Bild, erzählten ihre Geschichte und verbreiteten sie im ganzen Land. Ihre Suche nach Gerechtigkeit hörte nie auf. Im Juli 2000 erhielt die Polizei von Dawson County einen Hinweis. Die Polizei machte den angezeigten Mann ausfindig. In Glendive, Montana, wurde das Auto des Mannes angehalten und er musste sich mit der Polizei auf eine Schießerei einlassen. Bei diesem Konflikt wurde eine Polizistin verletzt. Der Mann kam bei dem Konflikt ums Leben. Der Tod des Mannes löste neue Gerüchte und Spekulationen über den Mord an Miranda aus. Er soll mit dem Mord in Verbindung gebracht worden sein. Nach der Untersuchung erklärten die Ermittler die Gerüchte für unbegründet. Im Jahr 2006 nahm Mirandas Mutter Sherry an einer Talkshow für Hellseher teil. Sie erzählte die Geschichte ihrer Tochter. Sie erklärte,
dass die Mörder nahe Verwandte seien, Stammkunden des Ladens seien und glaubten, dass zwei Personen den Mord begangen hätten. Trotz Sherrys Skepsis gegenüber dem Medium zahlte sich ihr Auftritt in der Sendung aus. Sie erhielt viele Anrufe und Briefe von Zuschauern. Sherry gab alle Informationen, die sie erhielt, an die Ermittler weiter, die Mirandas Fall untersuchten. Leider kam nichts Konkretes heraus. Im Oktober 2013 wandte sich eine Frau namens Beverly Saylor an die Polizei. Sie behauptete, wertvolle Informationen über den Mord zu haben. Beverly Saylor glaubte, dass der Stiefsohn ihres Ex-Mannes, David Saylor, Zachary O'Neill, an Mirandas Mord beteiligt war. Sie beschrieb ihn als einen gewalttätigen Menschen. Sie sagte, ihr Stiefsohn sei in der Mordnacht in Montana gewesen. Sie sagte, er habe sich an diesem Tag einen Film in der Videothek ausgeliehen und sei kurz nach dem Mord gegangen. Detektive ermittelten gegen Zachary. Es gab keine Beweise, die ihn mit dem Mord in Verbindung brachten. Damit befanden sich die Ermittler erneut in einer Sackgasse. Verschiedene Personen kontaktierten die Polizei und gestanden den Mord an Miranda. Doch diese Anschuldigungen waren alle falsch und die Ermittler mussten nach falschen Geständnissen suchen. April 2016 war der Tag, an dem eine unerwartete Entwicklung eintreten würde. Zachary O'Neill, der in einer psychiatrischen Klinik in Washington lag, legte ein überraschendes Geständnis ab. Die Ermittler standen Zacharys Geständnis skeptisch gegenüber, weil es sich bei den Informationen, die sie gab, um öffentlich bekannte Informationen handelte. Zachary bekannte sich auch zu einem weiteren Mordversuch. Am 19. März 2017 stand Zachary erneut auf der Bühne. Er ging zur Polizeiwache im Bezirk und erklärte, er wolle mit den Ermittlern sprechen. Er wiederholte dasselbe Geständnis. Er sprach über die Morde, die er in der Vergangenheit begangen hatte und darüber, dass er zuvor nicht ernst genommen wurde. Zachary sprach über die Zeit, als er im Mai 1998 nach Laurel zurückkehrte. Er war damals 18 Jahre alt und lebte mit David zusammen. Er war am Tag des Mordes zu Hause bei seiner Mutter und sagte ihr, dass er einen Film ausleihen würde. Also ginge er in den Laden in der Stadt. Nachdem er den Film erhalten hatte, kehrte er ohne Probleme nach Hause zurück. Seine Mutter fand den Film, den er gekauft hatte, schlecht, wurde wütend und zwang ihn, ihn zurückzubringen. Zachary kehrte in den Laden zurück und wartete darauf, dass die anderen Kunden gingen. Derzeit beschloss er, einen Raubüberfall zu begehen. Er bat Miranda um Geld. Das junge Mädchen gab Geld, um Schwierigkeiten zu vermeiden. Zachary hatte jedoch paranoide Gedanken und brachte Miranda ins Hinterzimmer. Zuerst dachte er daran, sie zu fesseln und wegzulaufen. Er hatte jedoch Angst, dass sie wissen würde, wer er war. Also schnitt er dem jungen Mädchen den Hals durch. Ich konnte Miranda mit ihrem eigenen Blut gurgeln hören, sagte Zachary und brach in Tränen aus, als er dies beschrieb. Er sagte, er habe seinen Halbbruder im Jahr 2013 verloren. Er gab an, dass er seit seinem Tod mit Schuld- und Reuegefühlen und Depressionen zu kämpfen habe. Mit der Zeit wurde er unter dieser Last erdrückt. Es war Zeit für ihn, die Fakten zu akzeptieren und zu gestehen. Schließlich erreichte er die Polizei. Zachary O'Neill wurde offiziell wegen Mirandas Mordes angeklagt und bekannte sich in allen Anklagepunkten schuldig. Die Anhörung zur Urteilsverkündung wurde für den darauffolgenden Monat angesetzt. Zachary stimmte zu, bis zur Anhörung in Montana zu bleiben. Verteidiger Chris Copenhaver beschrieb Zacharys Suchtgeschichte und den Wandel, den er seit seinen Geständnissen durchgemacht hat. Zachary O'Neill wurde zu 3 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Nach mindestens 30 Jahren Haft kann er auf Bewährung entlassen werden. Zachary bekannte sich auch des versuchten Mordes und der Vergewaltigung bei dem Angriff auf eine Frau im September 1998 schuldig. Damit war der Fall Miranda Fenner abgeschlossen.
Jahre später wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Ohne Zacharys Geständnisse wäre dieser Fall nie gelöst worden. Bevor wir zum zweiten Spannungsteil des Videos übergehen, bitte ich euch, dieses Video zu liken und eure Gedanken über das Geschehen in den Kommentaren zu schreiben. Ein einfacher Klick auf Gefällt mir ist für uns von entscheidender Bedeutung. Danke. Wir gehen in die Stadt Marple im Bundesstaat Pennsylvania, USA. Gretchen Harrington wurde am 13. Juni 1967 in Marple geboren. Der Name ihres Vaters war Harold Boyd und ihrer Mutter war Ina Harrington. Gretchen hatte auch drei Geschwister. Ihr Vater, Harold Harrington, war Priester. Er diente in der Kirche in Marple. Am 15. August 1975 startete die achtjährige Gretchen Harrington früh in den Tag. An diesem Tag ging sie zur Bibelschule. Gretchen ging normalerweise mit ihrer älteren Schwester zur Bibelschule. An diesem Tag blieb ihre ältere Schwester jedoch zu Hause, um sich um ihre jüngeren Geschwister zu kümmern. Gretchen verließ ihr Haus gegen 9 Uhr morgens mit der Bibel in der Hand. Sie ging alleine die Straße entlang. Die anderen Kinder erreichten den Campingplatz um 9.30 Uhr. Die erste Aktivität des Tages war Morgengymnastik. Ein anderer Priester war für die Kinder zuständig, aber Gretchen war nirgends zu sehen. Gegen 10:30 wurden die Kinder vom Campingplatz zur Kirche gebracht. Harold konnte seine Tochter nicht sehen und machte sich Sorgen. Er fragte seinen Kollege David, ob Gretchen zu ihrer Morgenübung gekommen sei. David sagte, dass seine Tochter an diesem Tag nie gekommen sei. Die Familien Harrington und Sandstra standen einander sehr nahe. Sie waren sowohl Nachbarn als auch Kollegen. Eine der Töchter der Familie Sandstra war eine sehr enge Freundin von Gretchen. David kontaktierte sofort die Polizei von Marple und leitete eine Suche ein. Die Sonne stand kurz vor dem Untergang und die Familie Harrington schien mit der harten Realität konfrontiert zu werden. Ihre Mutter Ina glaubte, sie würde ihre Tochter nie wieder lebend sehen. Dieses Verschwinden schockierte die Stadt Marple. Die Menschen waren in völliger Panik. Hunderte Menschen beteiligten sich an den Suchaktionen. Das Pennsylvania staatliche Polizei beteiligte sich mit Hubschraubern an der Suche. Sie durchsuchten ständig die Gegend und versuchten, Spuren von Gretchen zu finden. Freiwillige und Kirchenmitglieder, die nach Gretchen suchten, sagten, dieser Vorfall habe die Stadt zutiefst erschüttert. Sie hatten auch das Gefühl, dass ihre Gemeinschaft nicht mehr sicher sei. Die Mutter von Gretchens Klassenkameradin Karen ging nach diesem Verschwinden mit ihrer Tochter zum Friseur. Sie bekam einen Schnitt an die Haare wie ein Junge. Weil die Mutter nicht wollte, dass ihre Tochter auffiel, sie schickte sie auch nicht zum Klavierunterricht oder zum Schwimmclub, zu dem Karen alleine ging. 2 Tage nach Gretchens Verschwinden gaben die Polizisten eine öffentliche Erklärung ab. Sie gaben bekannt, dass sie ihre groß angelegten Durchsuchungen eingestellt hätten. Die Ermittler hatten nur sehr begrenzte Hinweise. Der Polizeichef sagte der Lokalzeitung, es gebe keine Hinweise. Er gab an, dass die Sachteams keine nützlichen Beweise gefunden hätten. In den folgenden Wochen begann die Polizei mit ihren Verhören, um herauszufinden, was mit Gretchen geschehen war. Lagerlehrer, Schüler und ihre Eltern wurden von der Polizei verhört. Es wurden einige wichtige Informationen erhalten, die die Untersuchung vorantreiben werden. Es wurde behauptet, dass am Tag des Vorfalls ein dunkler, offener Wagen vor der Kirche angehalten habe. Angeblich hatte die Person in diesem Auto mit dem Mädchen gesprochen. Die studentische Kirchengruppe einer anderen Stadt blieb 45 Tage lang in der Nähe. Dabei stellte sich heraus, dass sein Tagesablauf gestört war. Am 19. August wurden an einem Zaunpfahl kleine kurze Hose entdeckt. Mit dieser Entdeckung bekamen die Recherchen eine ganz andere Dimension. Es wurde angenommen, dass diese kurze Hose Gretchen gehörte. Es wurde jedoch angegeben, dass sie an diesem Tag nie ins Lager gekommen sei. Daher wurde angenommen, dass diese kurze Hose nicht Gretchen gehören könnte. Es gab noch eine weitere Situation,
die den Ermittlern verdächtig erschien. Die Vermisstenmeldung von David Zanstra an diesem Tag wurde als verdächtig eingestuft. Während David der Polizei Gretchen vorstellte, beschrieb er sie als ein 8-jähriges Mädchen mit blonden Haaren, die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und dunkelblaue kurze Hose mit Druckknöpfen trug. In seiner eigenen Aussage sagte er, dass die kurze Hose auf beiden Seiten Taschen hätte. Er bemerkte auch, dass es keine sichtbaren Knöpfe hatte. Für jemanden, der Gretchen an diesem Tag nicht gesehen hatte, war das eine ziemlich detaillierte Beschreibung. Es wurde gefragt, warum David so viele Informationen über die Eigenschaften der kurzen Hose hatte. Somit waren alle Pfeile auf ihn gerichtet. David hingegen behauptete, er habe Gretchen am Tag des Vorfalls nie gesehen und mit diesem Verschwinden nichts zu tun gehabt. Etwa 20 Minuten von Gretchens Haus entfernt lag der Ridley Creek State Park. Genau 2 Monate nach dem Vorfall stieß jemand beim Joggen in diesem Park auf menschliche Skelettreste. Der Läufer war sich zunächst nicht sicher, was er gefunden hatte. Als er bemerkte, dass dort ein Nagel war, meldete er dies sofort den Parkwächtern. Diese Nachricht wurde auch Gretchens Familie mitgeteilt. Ihre Familie bestätigte, dass die Kleidung ihrer Tochter Gretchen gehörte, denn ihre Mutter Ina hat diese Kleidung mit ihren eigenen Händen gestrickt. Anhand der zahnärztlichen Unterlagen bewies der Gerichtsmediziner schlüssig, dass es sich bei der Leiche um Gretchen handelte. Als Todesart wurde Mord angegeben und als Todesursache wurden Schläge auf den Kopf ermittelt. Obwohl die Polizei einen sexuellen Übergriff vermutete, ergab eine Autopsie keine Hinweise darauf. An dem Tag, an dem Gretchens Leiche gefunden wurde, betrat ihr Vater Harold die Kanzel in der Kirche und hielt eine herzzerreißende Predigt. Er sagte, Gretchen sei nun durch ihren Glauben an Christus frei. Aber er sagte, dass der Verbrecher in einer schrecklichen Gefangenschaft sei und sich nicht melden könne, obwohl er die Wahrheit kenne. Nach diesem Vorfall tauchten plötzlich Zeugen zu dem Fall auf. Einige waren sehr vielversprechend, andere waren völlig sinnlos. Die Ermittler ermittelten gegen mehrere potenzielle Tatverdächtige, darunter mehrere Sexualstraftäter. Es kam jedoch zu keinem Ergebnis. Was an diesem Tag mit Gretchen geschah, blieb jahrelang ein Rätsel. Joanna Falcon Sullivan war erst 9 Jahre alt, als der Mord geschah. Sie wuchs in der Stadt auf, in der sich der Vorfall ereignete. Joannas Traum war es, eine erfahrene Journalistin zu werden, und Jahre später wurde es wahr. Sie schrieb ein echtes Kriminalitätsbuch über den Mord an Gretchen. Sie wollte diese Geschichte schon seit Jahren schreiben, da der Vorfall ihre Kindheit stark beeinflusste. Sie begann während der Pandemie mit dem Schreiben des Buches. Ihr Werk, Die Tragödie von Gretchen Harrington, wurde im Oktober 2022 veröffentlicht. Nach der Veröffentlichung las eine andere Frau dieses Buch. Diese Frau rief die Polizei von Marple an und erklärte, dass sie über Gretchen sprechen wollte. Sie sagte, sie wisse vielleicht etwas über den Vorfall. Sie gab an, dass sie zu diesem Zeitpunkt 5 Kilometer von Marple entfernt lebte und dass es einen Versuch gegeben habe, ein 10-jähriges Mädchen zu entführen. Sie fügte hinzu, dass sie Tagebücher mit Informationen über diese Ereignisse geführt habe. Diese Information erregte die Aufmerksamkeit von Polizeichef Coffin. Er kontaktierte die Polizei von Marple, um den Vorfall zu untersuchen. Dieser ungelöste Fall wurde durch die Informationen der Frau wiederbelebt und sie teilte weitere Informationen mit. Sie sagte, sie sei eng mit Gretchen und Zoe Harrington befreundet. Sie war auch mit David Zanstras Töchtern Mara und Kristen befreundet. Sie gab an, dass sie oft Zeit im Haus von David Zanstra verbrachte. Eines Nachts, als sie 10 Jahre alt war, übernachtete sie bei ihnen und in dieser Nacht ereigneten sich beunruhigende Ereignisse. Als sie mitten in der Nacht aufwachte,
stellte sie fest, dass Priester David sie unangemessen berührte. Sie änderte sofort ihre Position und voller Panik verließ David sofort den Raum. Die Mädchen wachten am nächsten Morgen auf. Diesmal verhielt sich David seiner eigenen Tochter gegenüber seltsam. Seine Tochter fragte ihn, warum er das getan habe. "Das macht er manchmal", sagte Davids Frau ruhig. Das Mädchen, das übernachtete, erzählte ihren Eltern von den Ereignissen. Sie gaben an, dass diese Situation beunruhigend sei und dass sie ihr nicht mehr erlauben würden, in ihrem Haus zu bleiben. Der fragliche Vorfall ereignete sich nur eine Woche vor Gretchens Verschwinden. Die vertrauliche Informantin teilte der Polizei mit, dass in ihrer Nachbarschaft ein Mädchen namens Holly lebe. Sie gab an, dass dieses Mädchen Opfer eines Entführungsversuchs wurde. Staatspolizisten ergriffen Maßnahmen und begannen mit den Ermittlungen gegen David Zanstra. Sie erkannten, dass er jetzt in Georgia lebte. Sie gingen zu seinem Haus in Marietta, Georgia und wollten über den Gretchen-Fall sprechen. David nahm das Angebot an, sich auf der Polizeistation zu treffen. Am 17. Juli 2023 befragten Ermittler David. David bestritt jegliche Beteiligung an dem Vorfall. Die Polizei erhob Vorwürfe darüber, was ihrer eigenen Tochter und ihren Freunden angetan wurde. Endlich begann David zu erklären. Er wollte Gretchen an diesem Morgen vom Campingplatz zur Kirche bringen. Er gab an, dass er das Mädchen zu seinem Auto eingeladen und sie dann in die Sicherheit des Waldes gebracht habe. Nachdem er das Fahrzeug abgestellt hatte, forderte er sie auf, sich auszuziehen. Gretchen weigerte sich und sagte, sie wolle nach Hause gehen. Nach dieser Ablehnung griff er sie an. Er schlug ihr wiederholt auf den Kopf und das kleine Mädchen war innerhalb von Sekunden bewegungsunfähig. Er überprüfte den Puls des Mädchens, stellte sicher, dass sie tot war und setzte sie dann ins Auto. Er ließ den halbnackten Körper des Mädchens im Wald zurück. Er hatte enge Beziehungen zur Familie Harrington. Deshalb beschloss er, seinen Alltag fortzusetzen. Er wusste, dass er sonst auffallen würde. David Zanstra wurde am 17. Juli 2023 in Georgia verhaftet und ohne Kaution ins Gefängnis geschickt. Von David wurde eine DNA-Probe entnommen, um möglicherweise bei Fällen vermisster Personen und sexueller Übergriffe im ganzen Land zu helfen. Bezirksstaatsanwalt Jack Stolzsteimer erklärte, dass das, was passiert sei, der schlimmste Albtraum gewesen sei, den Eltern erleben könnte. Er stellte fest, dass dieses schreckliche Ereignis eine Familie zerstörte und dadurch eine Gemeinschaft für immer veränderte. Die christlich reformierte Kirche brachte ihre Trauer über die Verhaftung eines Priesters zum Ausdruck. Er wies darauf hin, dass es überall zu Gewalt kommen könne, auch in Kirchen. Er erklärte, dass dies nicht akzeptiert werden könne. Die Frau von David Zanstra, Margaret Zanstra, lehnte nach der Verhaftung ihres Mannes eine Stellungnahme ab. Gretchens Vater Harold verstarb im Jahr 2021 im Alter von 94 Jahren. Er konnte nicht wissen, dass es tatsächlich sein Priesterfreund war, der seine Tochter tötete. Die Behörden gaben an, dass David über einen Zeitraum von 40 Jahren in verschiedenen Kirchen gedient und in Kalifornien, Texas und Georgia gelebt habe. Sie sagten, dass dieser Mann immer bei den Kindern war. Sie sagten, es könnte noch mehr Opfer seines Angriffs geben und jeder mit Informationen sollte sich an sie wenden. Bevor ihr das Video beendet, das Video links ist verstörend und wird nur für erwachsene Zuschauer empfohlen. Die Wiedergabeliste rechts besteht aus Videos, die von euch sehr geliebt werden.